So, jetzt geht's los. Oh, wir haben schon so ein schönes Vorgespräch gehabt mit Cornelia Käse. Die habe ich heute hier im Interview. Vielen Dank, liebe Cornelia, dass du zu uns gekommen bist. Und wir haben gesagt, eine Sammlung deiner Ausbildungen schreiben wir unter drunter. Aber was ich wichtig finde, ist, dass du eine Praxis für Osteopathie und Energiearbeit hast, wo bei mir in der Summe auch schon ganz viel rauskommt. Und wir wollen heute über was ganz Tolles reden. Du hast mir im Vorfeld ganz viel erzählt über eine Herzensmusik. Und das nennt sich Sound of Soul. Vielleicht magst du dich ganz kurz selber vorstellen und uns dazu einfach mal so einen kleinen Einblick geben. Da würde ich mich sehr freuen. Okay, erstmal schönen Dank, Eva Maria, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich noch immer sehr. Und genau, die Eva Maria hat es ja schon erzählt. Ich habe eine Praxis für Osteopathie und Energiearbeit in der Nähe von Ulm. Und schon seit Jahren ist mir das Thema Herz wirklich eine Herzensangelegenheit. Also ich gebe schon seit längerem Herzmeditationen. Auch wenn ich die Meditation nicht Herzmeditation nenne, kommen mir immer wieder aufs Herz. Und vor 3 Jahren ist mir eine Methode in die Arme gefallen, die nennt sich Sound of Soul. Das heißt, das ist eine Methode, wo unsere Herzschwingung in Musik umgewandelt wird. Das Das heißt, klingt gut. genau, das heißt, deine Herzschwingung. Dein Herz wird dir hörbar gemacht. Richtig, also. Das ist ja, also das muss ich jetzt gerade mal ein bisschen spüren lassen, ja, also so ein bisschen sacken lassen. Ich kann mein Herz spürbar machen. Also in dieser hektischen Zeit, wo momentan wirklich Entschuldigung, hörbar machen. hörbar, ja, Aufgefallen. hörbar, hörbar machen und damit, also gut, für mich ist dann Schwingung spürbar. Natürlich. Deswegen kam der Übersetzungsfehler, weil eine Zwei Stufe dazwischen gefehlt hat. Genau. Also Ja. das heißt, man kann diese Schwingung hörbar machen oder man kann das Herz hörbar machen. Das, was wir jetzt alle so kennen als hörbar, ist natürlich dieses Blutup, ne, unser Herzschlag, den wir kennen. Und jetzt, wenn wir darüber sprechen, dass das quasi hörbar gemacht wird, wie funktioniert das denn? Vielleicht magst du uns das mal so ein bisschen erzählen. Genau. Also es ist ja so, man kann es ja hören, wenn man sich ein Stethoskop auf die Brust legt, dann hört man den Herzschlag. Bum, bum, bum. Und genau, und dieser Herzschlag, also die Methode basiert auf der Herzratenvariabilität. Ein schwieriges Wort, das wäre super, wenn du uns das mal erklärst. Das mache ich jetzt auch. Also unser Puls schlägt nicht immer gleichmäßig, ne? Selbst wenn du jetzt deine Finger auf den Puls legst, dann hast du eher das Gefühl, das ist mal gleichmäßig. 60 Mal in der Sekunde, das heißt jede Sekunde einmal. Das ist es aber nicht. Die Abstände zwischen den Pulsschlägen ist immer unterschiedlich. Das heißt, sollte immer unterschiedlich sein. Das heißt, da kann der Abstand zwischen dem Schlag 1 und Schlag 2 mal auf 450 sein. Der nächste Schlag hat einen Abstand von 940 Millisekunden. Und so variiert das immer. Und je höher diese Herzratenvariabilität ist, umso größer ist auch die Regulationsfähigkeit unseres Herzens, unseres Körpers. Das heißt, wir sind vitaler. Also ja, also das drückt die Vitalität aus, beziehungsweise auch die Widerstandsfähigkeit auf mentaler und emotionaler Ebene. Das muss man echt ein bisschen runtersacken lassen, ne? Also das ist eine klare Sache, wenn du dir vorher vorgestellt hast, also je gleichmäßiger und je Genau. gleichmäßiger die Abstände, desto besser ist es. Und jetzt sagst du, nee, je variabler die Dinge sind, desto besser kann ich mich quasi auch auf Umstände einstellen. Das ist ein spannender Gedanke. Ja, Ja. genau. Das kennst du, das kennen wir alle im Alltag, wenn wir gestresst sind und dann kommt noch was dazu, dann emotionieren wir. Ja. Und die Herzratenvariabilität zeigt an, wie biegsam der Baum noch ist. Also während das EKG zum Beispiel als Vergleich zeigt an, wenn der Ast schon gebrochen ist. Ja. Und die Herzratenvariabilität zeigt an, wie biegsam der Ast noch ist. Das klingt, als wäre es eine ganz feine Messung, also noch feiner als das EKG. Also das EKG ist erstmal auch eine Reizleitungs
Messung. Das heißt, jetzt komme ich mit Fachausdrücken, aber Nur genau, kurz. aber im Prinzip, wenn du das hörst, was man aus der Herzratenvariabilität alles lesen kann, Spitzensportler arbeiten damit. Okay. Sehen, macht es jetzt Sinn, heute zu trainieren oder brauche ich eher Ruhe? Oh, das ist schön, wenn einem das Herz sagt, oder? Ja, genau. Ich meine, wir könnten, wenn wir jetzt wieder lernen, darauf zu hören, dann könnten wir das auch, wie du eben sagtest, fühlen, spüren. Was ist das jetzt? Das ist ja auch die Intuition. Du merkst, du wolltest jetzt heute Morgen eine riesen Bergwanderung machen und stehst morgens auf und merkst aber, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht. Und dann lässt es sein, wenn du wirklich auf dein Herz hörst. Wenn du aber sagst, ah, ich habe mich mit 10 Freundinnen verabredet, die Ja. erwarten jetzt, dass ich mitkomme. Und Und dann jetzt muss ich und dann muss ich funktionieren, dann ja, gehe ich da genau. drüber hinweg. Ja? Ist natürlich Genau. in unserer Gesellschaft auch schwierig. Also passiert mir auch. Also wenn ich jetzt so klug daherrede, aber ich weiß es dann auch bewusst. Ich weiß, okay, ich sollte jetzt auf mein Herz hören. Das weiß ich dann vorher. Manchmal auch erst hinterher. Das ist, wenn du es dir nicht bewusst bist, erfährst du es erst hinterher. Dann sagst du, ach Ja. ja, ich habe es mir ja schon gedacht. Ich hatte Ja, das ja ist dieses, oh, das ist ein blöder Moment, wenn du dir quasi beim Skifahren am dritten Tag nachmittags so einen Fuß anknackst und dir dann das hinterher sagst, na, ich habe irgendwie heute Morgen schon gemerkt, dass irgendwas ist im Busch. Es ist wie bei der Gartenarbeit, wenn du mit Freude in deinem Garten bist und arbeitest aber ja, dann am Nachmittag siehst, ah, ich bin jetzt schon fertig, aber du willst noch aufräumen. Dann machst du noch mit letzter Kraft dieses und jenes. Das sind all die Rückenpatienten, die dann zu mir in die Praxis kommen. Ja, genau. Nein, also aber meistens sage ich, ne, sie haben noch zum Schluss das und das gemacht und dann ist immer ein Ja dabei. Also man kann es auch spüren, ohne das messen zu müssen. Aber es ist natürlich eine tolle Sache, das zu messen und dann direkt in Musik umgewandelt zu bekommen. Das ist nach wie vor, also ich bin so gespannt. Du hast ja gesagt, du würdest uns noch ein Stück mal da drunter packen. Also wir werden noch wieder einen Text unten drunter machen. Genau. Und dann ein Link zu einem Stück, das würde mich echt sehr interessieren. Wir müssen auch nachher unbedingt mal drüber reden, ob man das nicht irgendwie kombinieren kann. Wir sind ja beide Neurografikerinnen. Ob wir da nicht irgendwas hinbekommen, dass wir da zusammen nochmal was machen können, fällt mir jetzt gerade auf. Weil ich nämlich von der Kollegin auch noch so schwingende Karten habe für das Herzchakra zum Beispiel noch. Also bei mir ist gerade das mit den Schwingungen so ein bisschen intensiviert sich gerade, was ich auch gerade mit Dankbarkeit wahrnehme. Und das sind also das es hört sich oder spürt sich für mich einfach total schön an, wenn ich mir überlege, es gäbe ein Stück, wo es tatsächlich, wo auf mich abgestimmt ist. Und dann hast du ja noch gesagt, du nimmst ja noch Instrumente dazu. Also letztes Mal, wir haben zugegebenermaßen schon zweimal drüber geredet. Das ist einfach so spannend. Da könnte ich auch 1000 Mal drüber reden. Ja, ich rufe auch wieder an, ist gar kein Ding. Also, wenn ich nochmal was dazu erzählen darf, was passiert, wenn du in meine Praxis kommst? Also, Gerne. die Frage ist ja, wie wird das aufgenommen? Das heißt, wenn du in meine Praxis kommst, dann lege ich dir erstmal 3 Elektroden an, ähnlich wie beim EKG. Da sind es ja 5, bei mir sind es 3 Elektroden. Das heißt aber nicht, also, du musst dich jetzt nicht entkleiden. Also, das geht. Lässt Okay. unten an. Das Okay. finde ich auch immer wichtig zu sagen, weil es geht ja darum, dass du dich bei der Sitzung, in der Sitzung entspannst. Und ich könnte das nicht, wenn ich halbnackt da irgendwo liege und dann noch entspannen. Also deswegen betone ich das immer gerne. Okay. Also du wirst angeschlossen und dann suche ich, also in einem Vorgespräch können wir dann darüber sprechen, was für Instrumente du haben möchtest. Es gibt Instrumente, die man einspielen kann. Das sind zum Teil klassische Instrumente, aber auch Trommeln, Panflöte, Flöte, Didgeridoo. Okay. Naturgeräusche Ja. wie Gewitter, Regen, Wellen, Wale, aber auch Oh, ja, schön. richtig schön. Sphärengeräusche. Also deswegen, wenn ich da einen Link drunter setze, das sind dann, ich gebe dir vielleicht 2 Beispiele, aber da gibt Okay. es noch viel, viel, viel mehr Varianten und ich bin jetzt auch gerade dabei, selber das zusammenzustellen. Ich habe natürlich schon Voreinstellungen bekommen
Und letzte Woche habe ich meine eigene Kombination mit reingebracht und da ist, also das hat nochmal alles gesprengt. So Das über glaube ich gerne. also das. Das ist aber auch wirklich einfach schon ein sehr spannendes Thema. Also ich habe hier in den Interviews ganz viele Menschen, die je nachdem ein bisschen weiter weg von den Menschen, ein bisschen näher dran und ganz nah dran sind. Und das Thema hier ist so ein Gefühl, das ist schon sehr nah dran, weil das holt ja quasi aus meinem Inneren etwas in einen sichtbar bzw. hörbaren Bereich nach außen. Also das finde ich schon einfach auch vom Achtsamkeitsgrad her und von der ganzen Geschichte, ne? Also wirklich sehr spannend. Deswegen bin ich da auch ganz interessiert und freue mich da riesig drüber, dass Das wir das Gespräch heute hier haben darüber. genau. Ich will dir jetzt ganz, ganz viel erzählen. Du merkst es, ne? Aber es ist auch tatsächlich so, wenn ich gefragt werde, was ist das Wesentliche? Natürlich kann man die medizinische, therapeutische Seite damit reinbringen. Das möchte ich heute gar nicht vertiefen. Das ist so, dass du die Möglichkeit hast, dich darüber wiederzuerkennen. Wir verlieren uns ja im Alltag. Das passiert mir. Und jedes Mal, wenn ich die Musik, Herzmusik drauflege, komme ich wieder zu mir zurück. Und wenn ich diesen Weg, diese Tür nach langer, langer Zeit zum ersten Mal also wieder da durchgehe, dann kommen wirklich Tränen. Also mir ist beim ersten Mal, ich habe die Harfe erklangen und es waren sofort Tränen da. Also ich habe mich, also es gibt ja so einen Spruch, alles Weh ist Heimweh. Und Oh, das ist das ist praktisch schön. wie Heimkommen. Das kann wie Heimkommen sein. Wenn ich das jetzt so erzähle, ist natürlich auch ein Highlight. Die Reaktionen darauf sind natürlich auch unterschiedlich. Ich habe heute noch mit einer Freundin gesprochen, die hat mir erzählt, sie spürt nicht direkt was. Aber ihr Umfeld spürt, da passiert was mit der Frau. Die wird ruhiger, die tickt nicht mehr so schnell aus. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Also ich denke mal, wir sind Hoffe, einfach heute im Alltag ziemlich gefordert, ich auch. Also wenn ich jetzt so klug und strahlend daherrede, heißt es nicht, dass ich da nicht auch gefangen bin. Also, aber die Sound of Musik holt mich da sehr gut raus. Das hilft beim Aufräumen. Das hilft, wenn du deine Buchhaltung machst. Da kann ich Oh, auch. das wäre eine sehr schöne persönliche Geste. Ja, doch wirklich. Also du kommst zur Ruhe. Ich habe mal den ganzen Tag Buchführung gemacht und schon gedacht, ach nee, schon wieder. Ich komme ja aus der Buchhaltung. Ich habe früher einen kaufmännischen Beruf gehabt. Und dann fiel mir ein, ach, du hast das Sound of Soul, mach die Musik an. Dann habe ich den ganzen Nachmittag voller Freude mit meiner Buchführung gemacht. Und ich fand es fast traurig oder schade, als ich so den letzten Klick gemacht habe und schon, jetzt ist es durch. Wie ist das denn? Wie lange dauert so ein Stück, das du aufnimmst? Also die Sitzung dauert ungefähr eine Stunde und dann nehme ich meistens teile ich das, meistens nehme ich zwei Stücke auf. Eins mit klassischen Instrumenten und das andere dann eher so mit Didgeridoo und Gewitter. Also da kommen dann eher so die Naturgeräusche und die alternativen Instrumente, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Oder es gibt auch die Herztrommel. Und das ist auch nochmal eine ganz spezielle Energie. Also damit, wenn man das erste Mal auch da ist und nicht so ein großes Problem hat, also manche kommen ja wirklich auch mit Panikattacken und sowas, also ich muss jetzt auch erstmal ausschließen, dass ich therapeutisch arbeite, ne? Also aber das kann unterstützen. Und das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, dass man nicht unbedingt mit einem großen Thema kommen muss, sondern dass es eben auch einfach fürs Sein gut sein kann, dass man so eine Musik hat, ne? Und da ging es jetzt da um die Länge. Ja, genau. Und wenn ich merke, es ist jemand, der wirklich runterkommen muss, dann lasse ich ein Stück spielen. Und das Tolle dabei ist, ich habe eins zu eins eine Auswertung. Das heißt, ich sehe auf meinem Bildschirm, wie reagiert der Mensch Das auf Herz die kommt drauf, Musik, die genau. läuft. Also erstmal sehe ich,
Die ist am Anfang und dann kann man das, den Verlauf sehen. Ich kann den Verlauf zum Schluss auch zeigen. Also da gibt es eine schöne Grafik und da siehst du, ah, das hat sich tatsächlich, also du siehst, das wird dann auch sichtbar gemacht. Ja, also das klingt wirklich super. Ich bin schon ganz neugierig, Cornelia. Ja, vielleicht kriegen wir das doch irgendwann mal hin, dass wir beide am selben Ort sind. Und dann möchte ich das gerne nochmal so richtig live erklärt kriegen. Wenn ihr jetzt Interesse gekriegt habt und sagt, boah, das hört sich echt gut an, ich will da ein bisschen mehr erfahren, unten drunter ist ein Text, wo das erklärt wird, wo auch eben mal so Musikstücke sind, die man sich anhören kann. Und natürlich, bitte einfach Cornelia anschreiben. Sie wird euch mit Sicherheit Rede und Antwort stehen, weil es ist so ein interessantes Thema. Da macht es auch wirklich viel Spaß, drüber zu sprechen. Ja, in diesem Sinne, hast du denn noch so einen Tipp für uns, was wir denn so ja, im allgemeinen Alltag für unseren Sound of Soul so tun können, jetzt, wenn wir auch nicht irgendwie Musik haben oder dich in unserem, wie soll ich sagen, Schatzkistchen? Ja, also das ist genau immer wieder innehalten. Also das hilft, wenn ich in der Praxis nach Übungen gefragt werde, bei Rückenpatienten, die eh schon zu viel tun, sage ich immer mal wieder innehalten, auch ans Herz fassen und reinspüren und fragen, das, was ich jetzt mache, wie geht es mir damit? Ja. Mir Energie oder nimmt es mir Energie und du bekommst die Antwort sofort. Du kannst das natürlich, wenn du gerade in einem Gespräch bist und dich das fragst, das mache ich auch schon mal, dann kannst du natürlich nicht noch großartig die Hand draufhalten, dann fragst du es einfach. Und je öfter du das übst, umso öfter kommt dann auch die Frage und du bist dann in dem Moment, wo du dich fragst, wie geht es mir damit, mit dem, was jetzt gerade passiert, du musst da auch nichts ändern. Bist du im Hier und Jetzt? Und wenn du im Genau. Hier und Jetzt bist, bist du auch im Herzen und du bist wieder synchron mit allem. Und das ist nur ein Moment und das bringt sehr viel. Das ist toll. Das fühlt sich jetzt auch richtig gut an, weil also diese Übungen mit dem Herzen, die habe ich auch in der Energiearbeit drin und finde das einfach super, um, wie du gerade gesagt hast, ins Hier und Jetzt zu kommen. Das heißt, man kommt auch aus so mancher komischen Gedankenreihe damit ein bisschen raus. Ich finde das ganz toll und insbesondere, weil wir vorhin auch gesprochen haben, so dieses Innehalten, ne, das ist so wie im Endeffekt wie diese Herzfrequenz, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber im Leben in Achtsamkeit, ne? Also das heißt so in Abständen, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen, immer mal innezuhalten und wie bei uns dieses Bu-Tup, Bu-Tup kommt, ne? Also wenn wir unseren Herzschlag haben, so dieses einmal wieder und wieder zu gucken, wie geht's mir gerade? Ja, bin ich gerade bei mir? Ist das mit dem, also bin ich gerade da und ich bin ganz bei mir, ist ja dann eben auch, ich bin bei meinem Herzen, ne? Ach, wundervoll. Darf ich nur ganz kurz dazu sagen? Und dann ist es nicht Gerne. wichtig, das zu verändern. Wenn die Nein. Antwort sagt, ja, mir geht es gar nicht gut, das heißt nicht, dass du jetzt direkt überlegen musst, oh, wie verändere ich das schon. Das wollte ich jetzt nochmal betonen, weil Super, genau, wir ist immer wichtig. denken, wenn etwas nicht passt, dann müssen wir sofort was verändern. Ja, nee. Und das ist es nicht. Es geht Nein. nur um die Wahrnehmung. Und das ist ja eben auch der Punkt, den wir beide bei der Neurografik kennen, dass wir die Dinge eben nicht wegzeichnen, sondern dass wir sie integrieren, ne? Und das findet hier auch statt. Ja, das wird integriert. Ja. Heute ist mir, jetzt dauert es so ein bisschen länger, aber Macht nichts. Geht noch. heute ist mir, weil du ja immer fragst, was haben wir gemeinsam, jetzt die Neurografik, über die Neurografik haben wir uns ja kennengelernt. Neurografische Linie ist ja auch unregelmäßig, ungleichmäßig. Genau, ja. Und ich meine, das ist die Herzratenvariabilität, ist, also der Herzschlag ist unregelmäßig, mal höher, mal Und so ist die neurografische Linie da. Unregelmäßig, regelmäßig, genau. Genau, und da werde ich noch mal weiter forschen. Also Ich forsche gerne mit. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, liebe Cornelia. Vielen Dank, dass du da warst heute. Und das ist wieder eins von diesen Interviews, wo man tatsächlich sich zwingen muss, dass man aufhört, weil es einfach so spannend ist. Aber wir machen einfach noch eins. Wir haben nämlich noch ein Thema in der Hinterhand, liebe Leute, und das wird ganz spannend. Ich bin, also freue mich da schon drauf. ja. Würde uns aber trotzdem jetzt quasi hinaus begleiten. Genau, mein Name ist Heike Eva Maria Jenike. Ich bin diejenige, die ganz harmlos gefragt hat,
Was hätten wir zwei denn für ein Thema, wenn wir ein Interview machen würden? Darauf haben sich ungefähr 100 Leute gemeldet. 70 sind dann dabei geblieben. So der ein oder andere hat jetzt schon das zweite oder dritte. Und wenn auch du jetzt Lust hast und sagst, okay, ich finde das spannend, dann melde dich gern bei mir. Dann werden wir bestimmt was finden. Und ansonsten, wenn du irgendwas suchst, einfach unten im Text noch gucken. Und vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Tschüss.